Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von CSU. Heute erfahrt ihr, warum Linke auf Rosa Luxemburg hören sollen, was der Soli mit ein paar neuen Nikes zu tun hat und warum Rezo, der alte Zerstörer, jetzt Experte für Sauerkrautsaft ist. Also unbedingt dranbleiben und falls ihr es nicht ohnehin schon tut, abonniert unseren YouTube-Kanal und folgt unseren anderen Kanälen. Aber bevor es jetzt losgeht, noch ein paar Worte zu Thüringen, weil das Ergebnis ist nämlich einfach richtig bitter. Nicht nur die CDU hat verloren, sondern auch die Koalitionspartner von PDS-Ministerpräsident Ramelow. Das zeigt wieder einmal, wer mit den Rändern koaliert, der verliert und stärkt diese dadurch. Dass Björn Höckes AfD 23% der Stimmen erreicht hat, darf keinen von uns kalt lassen. Also Herr Höcke rückt die Partei nicht nach rechts. Herr Höcke ist die Mitte der Partei. Okay, Moment. Wenn Björn Höcke die Mitte der Partei ist, wer sind dann die Rechtsextremen? Um es ganz klar zu sagen, für uns ist der sogenannte Flügel nicht die Mitte von irgendwas, sondern ganz klar ein Fall für den Verfassungsschutz. Wir haben in der letzten Sitzungswoche am 23. Oktober hier bei uns im Bundestag über Meinungsfreiheit debattiert. Die Meinungsfreiheit ist nicht nur die Folge einer freiheitlichen und offenen Gesellschaft, sondern sie ist ihre Voraussetzung. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber genau das Gegenteil ist aktuell in Deutschland der Fall. Attacken auf Abgeordnetenbüros, Morddrohungen gegen Politiker, das Blockieren von Veranstaltungen und Vorlesungen. Das Ganze ist auch nicht irgendwann passiert, sondern genauso in den letzten Wochen. So haben Aktivisten in Göttingen die Lesung unseres ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière verhindert. Ich meine, what? Erleben wir gerade irgendwie sowas wie eine linke Meinungsdiktatur? Ich meine, Linke haben ja schon immer gerne Maulkörbe verteilt, soweit so bekannt. Aber jetzt haben wir eben eine neue Stufe erreicht. Blockieren, besetzen, zerstören. Und es zeigt vor allem eins. Diejenigen, die sich Meinungsfreiheit auf die Fahnen schreiben, akzeptieren ganz oft eben nur eine Meinung, nämlich die eigene. Also, liebe Social Justice Warrior, haltet euch an Rosa Luxemburg. Die hat nämlich gesagt, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Heißt, andere Meinungen zulassen statt blockieren. Und wenn ihr euch schon auseinandersetzen wollt, dann doch bitte mit Argumenten, nicht mit Blockaden. Gute Nachrichten, viele von euch werden künftig mehr Geld auf dem Konto haben. Warum? Weil wir jetzt im Bundestag die Abschaffung des Soli auf den Weg gebracht haben. Den Solidaritätszuschlag, kurz Soli, zahlt jeder Steuerzahler zusätzlich zur Einkommensteuer. Eingeführt haben wir den Soli Anfang der 90er, um die Kosten der deutschen Einheit zu stemmen. Daher auch sein Name, Solidaritätszuschlag. Seit der Einführung haben wir alle zusammen rund 300 Milliarden Euro für den Soli gezahlt, um das Zusammenwachsen unseres Landes zu finanzieren. Das ist gelebte Solidarität. Aber rund 30 Jahre nach dem Mauerfall muss damit Schluss sein. Der Soli gehört nicht auf die Gehaltszettel der Bürger, sondern in die Geschichtsbücher unseres Landes. Deshalb soll der Soli in einem ersten Schritt für 90% der Steuerzahler abgeschafft werden. Dabei soll es aber auch nicht bleiben, denn wir wollen in einem zweiten Schritt den Soli komplett und für alle abschaffen. Der vollständige Wegfall des Soli ohne Wenn und Aber ist auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. So, und was heißt das jetzt konkret? Das heißt, dass eine Erzieherin mit einem Jahreseinkommen von 31.500 Euro jetzt eine Jahresersparnis von 200 Euro hat. Oder dass eine Familie mit einem Kind und einem Haushaltseinkommen von 100.000 Euro jetzt 980 Euro jährlich mehr im Geldbeutel hat. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Stay tuned! Unser aller Lieblings-YouTuber Rezo hat einen neuen Job. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aldilicious. Nee, den meinte ich gar nicht, auch wenn es sicher seinen Charme hat, mit Sauerkrautsaft lecker für Aldi zu kochen. Rezo schreibt seit neuestem für die Zeit bzw. für Zeit Online, aber Moment, war da nicht was? Ich meine, du kannst doch nicht einfach. Ich lese das einfach nicht. Ich lese einfach keine Zeitung. Ohne Scheiß, Journalisten sind teilweise so dumm. Ach komm, Schwamm drüber. Ist doch beeindruckend, was der Rezo so alles kann. Erst erklärt er uns die Fehler der CDU, dann die Vorteile von Aldi und jetzt eben auch die Welt in der Zeit.
Der Mann gibt uns eben Orientierung. Das 60 Milliarden schwere Klimapaket der Bundesregierung? Mist. Discounterware aus dem Supermarkt? Richtig geil. Geil. Wie geil ist dieser Hocker? Ist das geil oder ist das geil? Auch das klang vor kurzem übrigens ganz anders. Was? Das so ist günstig? Ja 1,49 Euro für irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Würste? Willst du mich verarschen? Nein, Rezo. Will ich nicht. Du bist ein echtes Multitalent und jetzt rettest du bei der Zeit auch noch den Journalismus mit deiner Edelfeder. Respekt! Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf dein nächstes Projekt und wie sagt man so schön, Money makes the world go round. So, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, viel Spaß beim Haten. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Euer Drachenlord der CSU im Bundestag. Servus.